Hi Leute und herzlich willkommen bei Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Bastel-Channel. Heute geht es wieder um das Thema Drohnen und was ihr unbedingt beachten solltet, bevor ihr euch eine Drohne zulegt. Ihr seid neu auf dem Gebiet Drohnen, überlegt euch eine Drohne anzuschaffen, kennt euch aber noch nicht so gut aus, dann schaut dieses Video unbedingt bis zum Ende. Der erste wichtige Punkt an jeder Drohne ist, achtet darauf, ob eine Drohne ein Gimbal hat, ein Drei-Wege-Gimbal. Ein Gimbal bedeutet Kamera-Stabilisator, damit das Ganze verwackelfrei gefilmt oder fotografiert wird. Es gibt einige billige Drohnen, die keinen Gimbal haben und ihr glaubt gar nicht, was für ein riesengroßer Unterschied das ist und was das für einen Qualitätsunterschied macht. Also achtet bitte unbedingt darauf, damit eure Drohne, die ihr euch anschafft, ein Gimbal hat, ein Stabilisator. Das ist schon mal der erste wichtigste Punkt, aber auch ein sehr einfacher. Der zweite wichtige Punkt ist die Auflösung von der Kamera. Wenn ihr schöne Videos damit machen wollt, ist unbedingt drauf zu achten, damit die Kamera eine gute Auflösung hat. Es gibt einige Drohnen, die maximal in HD filmen. HD ist vielleicht gerade noch ausreichend für ein Handybildschirm oder so. Sobald aber das Video auf einem großen Computerbildschirm oder so angeschaut wird, dann würde ich definitiv schon bessere Auflösung empfehlen als wie nur HD. Diese Mavic Mini 1 hier zum Beispiel hat 2,7K, das heißt, das sind keine ganze 4K an Auflösung, ist aber auch schon echt gut, liefert klare und scharfe Bilder und Videos. Der dritte wichtige Punkt, aber auch einfacher Punkt, ist die Schutzausrüstung von eurer Drohne. Es kommt natürlich sehr auf euer Budget drauf an. Seid ihr Anfänger, wollt euch erstmal eine relativ günstige Drohne zulegen, dann müsst ihr mit ein paar Abstrichen leben. So habe ich auch gemacht. Ich habe mir die Mavic Mini 1 geholt. Die hat keine Sensoren an der Seite, nach vorne oder sonst wo, um irgendwie Hindernisse zu erkennen. Greift man dann schon ein bisschen tiefer in die Tasche und holt sie ein höherwertigeres Modell, dann haben die oft Sensoren vorne, hinten, seitlich, überall, damit man die Hindernisse erkennt und frühzeitig eine Warnung bekommt und die Drohne nicht irgendwie gegen eine Mauer, gegen einen Baum oder sonst wo fliegt. Ist gerade für Anfänger sinnvoll, aber steigert natürlich den Einkaufspreis. Jetzt könnte man sagen, okay, ich hole mir eine billige Drohne und schraube hier einfach so Schutzdinger hier drüber. Die kann man einfach hier so montieren, damit die Rotorblätter etwas geschützt sind und dadurch eben die Rotorblätter nicht sofort in Äste oder Blätter oder irgendwo reinkrachen. Damit kommen wir aber schon zum vierten Punkt und das wird ein langer und schwieriger Punkt. Wenn ihr das Gewicht an eurer Drohne verändert durch zusätzliche Schutzausrüstung, Landefüße, wie ich sie jetzt hier gerade dran habe, dann kann es sein, damit ihr in eine andere Führerscheinklasse rutscht. Und jetzt wird es echt interessant, aber auch schwierig. Aber das ist das, was ihr unbedingt beachten müsst vor dem Kauf einer Drohne. Das kann nämlich sonst richtig teuer für euch werden. Was euch nämlich kein einziger Verkäufer sagt, wenn ihr eine Drohne kauft, was da hinten dran noch alles hängt, ist klar, die Verkäufer wollen einen Umsatz machen, die wollen ihre Drohnen verkaufen, aber die meisten Verkäufer informieren nicht darüber, was hinten dran wirklich noch hängt. Und das ist einiges. So, fangen wir mal an. Grundsätzlich ist zur EU-Drohnenverordnung. Die EU-Drohnenverordnung ist seit Anfang 2021 in Kraft. Die hat sich die letzten Jahre einige Male geändert, 2019, 2020 und 2021. Sie regelt den grundsätzlichen Umgang mit den Fluggeräten. Diese sind zukünftig in 5 Risikoklassen eingeteilt. Die Verordnung definiert allerdings nicht, wo geflogen werden darf. Das bleibt dem jeweiligen EU-Land vorbehalten. Das sogenannte Geosystem, das die Einteilung in nationale Flug- und Flugverbotszonen
Ein Teil sollte erst im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen sein. In Deutschland gelten bis dahin die Vorgaben aus der alten nationalen Drohnenverordnung 2017, sofern diese nicht in der EU-Verordnung durch anders lautende Vorgaben ersetzt werden. Privates Fliegen. Was bedeutet das für private Drohnenpiloten? Da aktuell noch keine Multikopter mit der neuen Risikoklassifizierung erhältlich sind, gelten für alle im Umlauf erhältlichen befindlichen Multikopter die Vorschriften für sogenannte Bestandsdrohnen. Dazu zählen Selbstbaukopter ebenso wie die DJI Mavic Mini 1 zum Beispiel. Die EU-Richtlinie unterscheidet außerdem die drei verschiedenen Anwendungsszenarien Open, Specific und Certified. Die beiden letzteren Anwendungen betreffen allerdings Spezialanwendungen und kommerziellen Drohnenflug, weshalb für Hobbypiloten nur die Vorgaben der offenen Open-Klasse interessant sind. Und hier gilt immer, das ist jetzt wichtig, aufpassen. Hier gilt immer eine Versicherungspflicht. Ihr dürft keine Drohne, egal in welcher Gewichtsklasse, egal ob Spielzeugdrohne ohne Kamera, kleine Drohne mit 240, 245 Gramm, eine über 250 Gramm, egal welche, es gilt eine Versicherungspflicht. Ohne Modellflugversicherung darf im Freien niemand fliegen. Ihr macht euch strafbar, wenn ihr das tut. Das wird nämlich beim Kauf nicht dazu gesagt. Das heißt, auf euch kommen schon mal ein bisschen zusätzliche Kosten zu. Ich habe es nicht ganz auswendig jetzt im Kopf, was ich für meine Drohnenversicherung zahle. Lassen wir es 30 Euro im Jahr sein. Es ist wirklich nicht viel, aber es sind zusätzliche Kosten. Dann ein Mindestalter von 16 Jahren ist hier vorgeschrieben. Die nächste Vorschrift, auch sehr wichtig. Eine maximale Flughöhe von 120 Meter über Grund. Diese darf nicht überschritten werden. Flüge sind nur in Sichtweite erlaubt, außer die Drohne befindet sich in einem automatischen Folgemodus mit einem maximalen Abstand von höchstens 50 Metern zum Pilot. Bei dem Flug per Videobrille oder Monitor ist ein Beobachter, Spotter nötig, der die Drohne im Blick behält und im ständigen Kontakt zum Piloten steht. Nächster wichtiger Punkt. Eine Registrierungspflicht ist für alle Piloten notwendig, deren Fluggerät mehr als 250 Gramm wiegt. Hier kommen wir da auf den Punkt. Meine Drohne, die DJI Mavic Mini 1, wiegt 249 Gramm. Sobald ich hier diese Landefüße oder den Propellerschutz oder irgendwas installiere, bin ich bei diesen 250 Gramm oder mehr wie 250 Gramm. Das heißt, dann muss ich sie registrieren lassen. Jetzt kommt das nächste Interessante. Die Registrierungspflicht ist für alle Piloten notwendig, deren Fluggerät mehr als 250 Gramm wiegt oder eine Kamera an Bord hat. Es gibt so gut wie keine Drohne, die keine Kamera an Bord hat, außer Spielzeugdrohnen. Die Registrierungsnummer, die sogenannte EID, muss mittels Aufkleber oder Plakette am Multikopter befestigt sein. Eine Ausnahme sind zukünftig Spielzeugdrohnen im Sinne der Richtlinie bla 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 209 EG. Zusätzlich müssen die bereits geltenden nationalen Vorschriften eingehalten werden. So gilt in Deutschland ein Mindestabstand von 1500 Metern zu Flughäfen, von Autobahnen, Bundeswasserstraßen, Bahnanlagen, Oberleitungen, Kraftwerken, Unglücksorten muss die Drohne mindestens 100 Meter entfernt sein. Wohngrundstücke dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers ebenfalls nicht überflogen werden, außer die Drohne wiegt unter 250 Gramm und verfügt über keine Kamera. Die Privatsphäre muss natürlich ebenfalls immer beachtet werden. Dies ist zwar im Landesgesetz und nicht in der EU-Verordnung verankert, gilt aber natürlich auch für Drohnenpiloten. So, und jetzt wird es eben nochmal interessant. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt drei verschiedene Anwendungsszenarien: Open, Specific und Certified. Die erste Open-Klasse ist jetzt wieder unterteilt in drei Unterkategorien.
A1, Flüge sind in der Nähe von Menschen erlaubt, allerdings dürfen Menschenansammlungen und unbeteiligte Personen nicht direkt überflogen werden. Sollten Unbeteiligte unerwartet überflogen werden, muss dieser Überflug schnellstmöglich beendet werden. A2, Flüge sind nur in sicherer Entfernung zu unbeteiligten Personen erlaubt. Es gilt zukünftig ein Mindestabstand von 30 Meter. Ausnahme, falls ein Langsamflugmodus aktiviert wird, kann der Abstand auf bis zu 5 Meter reduziert werden. Für Bestandsdrohnen gilt auch in der Unterkategorie A2 immer ein Mindestabstand von 50 Meter. A3, Flüge sind nur weit von Menschen entfernt erlaubt. Im gesamten Flugbereich dürfen sich keine unbeteiligten Personen befinden. Außerdem gilt ein Mindestabstand von 150 Metern zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- sowie Erholungsgebieten. Für alle Drohnen mit einem Abfluggewicht unter 250 Gramm hat diese hier, wenn ich die Zusätze wegmache, gilt, sie dürfen in der Unterkategorie A1 betrieben werden und dürfen nahe an Menschen fliegen. Für die Benutzung ist kein Nachweis in Form eines EU-Drohnenführerscheins notwendig. Gilt zum Beispiel für diese Drohne hier. Für alle Bestandsdrohnen mit einem Abfluggewicht zwischen 250 Gramm und 25 Kilogramm gilt, sie dürfen ausschließlich in der Unterkategorie A3, also fernab von Menschen, geflogen werden. Wenn wir in die Kategorie A1 gehen, wo diese Drohne hier sich befindet, braucht man keinen EU-Drohnenführerschein. Sobald wir in die Klasse A2 gehen oder A3, sprich über 250 Gramm auch sind, brauchen wir einen EU-Drohnenführerschein, der quasi den EU-Kompetenznachweis A2 oder A3 bestätigt. Also nochmal zur Vereinfachung. Drohnen mit einem Gewicht zwischen 250 Gramm und 500 Gramm dürfen in der Unterkategorie A2 eingeordnet werden. Multikopter mit einer Startmasse zwischen 500 Gramm und 2500 Gramm dürfen bis 2023 mit dem großen EU-Drohnenführerschein, dem EU-Fernpilotenzeugnis, in der Unterkategorie A2 geflogen werden. Drohnen mit einem Abfluggewicht zwischen 2000 Gramm, sprich 2 Kilo und 25 Kilo, dürfen bis dahin mit dem kleinen EU-Drohnenführerschein und dem EU-Kompetenznachweis in der Unterkategorie A3 geflogen werden, sprich mit viel Abstand zu Menschen. Ab dem 1. Januar 2023 gilt für Bestandsdrohnen ab 250 Gramm immer die Unterkategorie A3. Also ihr seht, es ist jede Menge zu beachten. Ich kann euch jetzt mal noch kurz erklären, was der EU-Drohnenführerschein ist, wie das funktioniert und so weiter. Für den EU-Drohnenführerschein braucht man eine theoretische Prüfung mit insgesamt 40 Multiple-Choice-Fragen aus 9 Fachgebieten und muss diese bestehen. Werden bei der Prüfung 75% der Fragen korrekt beantwortet, gilt sie als bestanden. Nach dem erfolgreichen Abschluss bekommt der Fernpilot seinen Nachweis als PDF-Dokument, die für die Beschriftung notwendige EID, was auf die Drohne hier muss. Die Registrierungsnummer wird wenige Tage nach Abgleich der persönlichen Daten vom Luftfahrtbundesamt zugewiesen. Also, wer mit seiner zum Beispiel DJI Mavic Mini plus Zusatzzuladung nicht nur weit weg von Menschen wohnen, Gewerbe, Industrie sowie Erholungsgebieten fliegen möchte, das heißt in der Unterkategorie A2 statt A3, der braucht den großen EU-Drohnenführerschein, das EU-Fernpilotenzeugnis A2 auch noch. Um dies zu bekommen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden. Abschluss des EU-Kompetenznachweises A1, A3, kleiner EU-Drohnenführerschein. Abschluss eines praktischen Selbststudiums der Betriebsbedingungen für UAS der Unterkategorie A3. Erklärung über den Abschluss des praktischen Selbststudiums. Bestehen einer zusätzlichen theoretischen Prüfung mit 30 Multiple-Choice-Fragen aus 3 Fachgebieten. Werden mindestens 75% der Prüfungsfragen richtig beantwortet, gilt der Führerschein, die Prüfung als bestanden. Die Kurse zum EU-Fernpilotenzeugnis gibt es allerdings nicht beim
Luftfahrtbundesamt selbst, sondern bei zugelassenen Prüfstellen. Diese verlangen für Kurs und Prüfung zwischen 270 Euro und 350 Euro zur Zeit. Ihr seht, es ist sehr viel Theorie, sehr viel, was einem eingehämmert wird, womit man sich wirklich erstmal befassen muss und den Kopf machen muss. Also ich bin wirklich auch Wochen dran gesessen und habe mir gedacht, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Hätte ich das vorher gewusst? Genau aus diesem Grund habe ich euch heute das Video gemacht. Wahrscheinlich müsst ihr dreimal zurückspulen, um das alles zu verstehen. Ich habe es auch nicht beim ersten Mal verstanden. Aber einfach nochmal Klartext. Ich kann es euch empfehlen, die DJI Mavic Mini oder die Mavic Mini 2 euch zu besorgen. Die liegt unter den 250 Gramm. Passt aber auf mit Anbauteilen. Ich würde die Anbauteile weglassen. Die Drohne ist so konzipiert. Es sieht wirklich ein bisschen knapp immer aus, wenn die Drohne landet mit dem Gimbal. Aber sie ist konzipiert, damit das funktioniert. Gebt Acht beim Fliegen, auch wenn sie jetzt keine Abstandssensoren und Hindernis-Warnungssensoren oder sonst was habt, dann braucht ihr auch keine Rotorblätterschützer wie diese hier. Dann bleibt ihr auch unter 250 Gramm. Wenn ihr unter 250 Gramm bleibt, kein Führerschein, nur die Versicherung und die Anmeldung zur ID, wo ihr den Aufkleber anbringen müsst. Die ID und die Anmeldung ist ein einmaliger Kostenpunkt, kostet glaube ich 30 Euro, 40 Euro. Die Versicherung kostet im Jahr 30 Euro. Dieses ganze coole Zubehör wie die Landefüße, die Rotorblätterschütze hier, ND-Filter, Objektive für die Kamera. Dieses ganze coole Zubehör, ach ja, hier zum Beispiel noch die Funkreichweitenverstärker hier. Verlinke ich euch alles unten. Ich habe es euch alles ganz genau vorgestellt im vorherigen Video, wo ich die Drohne vorgestellt habe, falls ihr euch genau für dieses Modell interessiert. Dieses Modell kann ich echt empfehlen für Anfängergrad. Video verlinke ich euch oben dazu. Das Zubehör, was es hier zur Mavic Mini 1 dazu gibt, verlinke ich euch alles unten. Sind manche coole Sachen dabei, die man echt gut gebrauchen kann. Müsst ihr euch selbst entscheiden, fallt ihr in die Klasse über 250 Gramm, braucht man halt einen Führerschein und den Kompetenznachweis. Wollt ihr auf das Zubehör verzichten, was halt doch teilweise manchmal ein hilfreiches Zubehör ist, dann bleibt ihr unter der Freigrenze, quasi unter der Führerscheingrenze. Muss man sich alles im Vorhinein überlegen, einen Kopf drum machen. Ich weiß, es ist echt nicht einfach das Thema, aber ich habe mich auch damit rumschlagen müssen, bevor irgendwas passiert und hinterher stehe ich da und weiß von nichts. Unwissenheit schützt leider nun mal nicht vor Strafe. Ist so. Einmal leider auch nicht ausgesucht. So, das war's für heute. Das war genügend technisch Input und Wissensinput. Ich hoffe, ich konnte euch damit die Entscheidung ein bisschen helfen, damit die Entscheidung leichter fällt. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.